Die turnusmäßige Übernahme des Vorsitzes im UN-Sicherheitsrat durch Russland ist auf scharfe Kritik in Kiew gestoßen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach angesichts des russischen Angriffskriegs gegen sein Land von einer absurden und destruktiven Konstellation und forderte eine Reform des höchsten Gremiums der Vereinten Nationen. Russland hat sich am Montag gegen die massive Kritik an seinem Vorsitz verteidigt und versichert, dass es die Position nicht missbrauchen werde. Neben Russland sind auch die USA, Großbritannien, Frankreich und China ständige Ratsmitglieder und haben bei der Verabschiedung von Resolutionen ein erweitertes Vetorecht. Der Vorsitz im Sicherheitsrat rotiert monatlich in alphabetischer Reihenfolge zwischen den Mitgliedstaaten, wobei neben den 5 ständigen auch die 10 nicht ständigen gewählten Mitglieder an die Reihe kommen. Im Artikel 24 der UN-Charta übertragen die Mitgliedstaaten im Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.